Es gibt Menschen, die sind überzeugt davon, dass unsere Vorfahren von einem anderen Planeten kommen. Wir haben ihn gefunden. Ildrovan. Hallo Mama. Was machst du hier? Du kommst 3 Monate zu spät. Dein Vater liegt längst unter der Erde. Ja, ich weiß, es tut mir leid, dass ich nicht zur Trauerfeier kommen konnte, aber ich hab's dir am Telefon erklärt. Deine Karriere geht natürlich vor. Als die junge Architektin Rebecca ihre Mutter besucht, wirft der Nachlass ihres Vaters viele Fragen um seinen Tod und seine tatsächliche Arbeit auf. Nicht mal Ralf hat's bei dir ausgehalten. Lass Ralf aus dem Spiel. Ich bin nicht hier, um mit dir über meine Beziehungen oder meinen Job zu reden. Und was willst du dann hier? Dein Erbe holen? Mama, ich glaube, du kennst mich überhaupt nicht. In seinem Arbeitszimmer entdeckt sie das altkluge Roboter-Eichhörnchen Benny, das sie auf einer Reise begleitet, um den Spuren ihres Vaters zu folgen. Und auf dem Flughafen findet die Silvesterparty statt? Naja, nicht direkt. Eigentlich findet sie in über 3000 Metern Höhe statt. Wir fliegen? Ja. Jetzt sag nicht mit einem Luftschiff. Doch, du wirst die Party in eine damit verbundene Reise mit einem neuen Zeppelin machen, den dein Vater entwickelt hat. Mein Vater hat ihn entwickelt? Stormship 8? Ja, Stormship 8 ist flugfähig. Und nicht nur als Modell. Die ZLT hat ihn in Originalgröße gebaut. Das muss ich jetzt erstmal verdauen. Und hier auf die Toilette. Wartest du? Nein, ich möchte mit. Auf die Damentoilette? Gibt's auch ein Hörnchenklo? So ein großer Zeppelin wurde noch nie gebaut. Noch nie? Und die Hindenburg? Wie groß ist er denn? Sehr groß. Aber jetzt pack endlich weiter. Es geht morgen los. Ich habe in wenigen Minuten alles für eine Party und einen Rundflug zusammengepackt. Wir machen keinen Rundflug, wir machen eine Reise. Also nimm Sachen für jedes Wetter mit. Warum dauert das Packen eigentlich so lang? Ich habe sehr viel zum Anziehen und muss mich entscheiden, was mit soll. Ist doch egal. Hauptsache es hält warm oder kalt. Hübsch siehst du doch in allem aus. Oh, vielen Dank. Aber ich glaube, du bist ein bisschen zu pragmatisch veranlagt. Frauen sind eben anders. Deine Mutter nicht. Okay, manche Frauen. So, jetzt muss ich aber weitermachen. Bevor wir wegen deiner Sucherei zu spät kommen und ich noch nervöser werde. Die zweite Socke liegt in der Badewanne und dein Handyladegerät im Kühlschrank. Papa, du hast es wirklich gebaut. Und warum ist es schwarz? Es ist nicht wirklich schwarz. Es ist tief dunkelgrau-violett. Ich weiß, das hat mir bereits meine Mutter gesagt. Genau. Also wie jemand mit dunkelvioletten Haaren, der in die Jahre gekommen ist. Dunkelviolette Haare? Ist klar. Ich hatte letztens beim Einkaufen auch jemanden mit ergrauten, dunkelvioletten Haaren gesehen. Echt? Benni, wer veräppelt hier jetzt eigentlich wen? Durch eine geheime Raumkrümmungstechnik, die das Luftschiff gegen Wind unempfindlich macht, gelingt der Sprung in eine entfernte Galaxie. Doch ein Anschlag auf den Zeppelin zwingt ihn kurz vor dem Ziel zur Notlandung. Ich wollte die Anerkennung des großen Papas und dann wollte ich besser sein. Ich habe dich immer für einen Versager gehalten, der sich nur für seine Modelltraumwelt interessiert. Und dann hast du dieses riesige Luftschiff wirklich gebaut. Ich... Schon gut. Auf dem Planeten Ildrovan stoßen Rebecca und Benny auf eine unterirdische Stadt. Ein Paradies. Hier findet sie auch ihren totgeglaubten Vater wieder. Der meine Modelle toll fand. Deine Mutter, naja... Die hat in meiner Arbeit ja auch nur eine alberne Spielerei gesehen. Du brauchst doch nichts Großes zu bauen, damit ich deine Tochter bleibe und dich liebe.
Jetzt habe ich es aber doch getan. Und schon ist es kaputt. Wo ist eigentlich Benny? Das weiß ich auch nicht. Beim Essen war er wohl beleidigt, dann hat er die Toilette entdeckt und ist verschwunden. Benny beleidigt. Er ist ein Roboter. Das Glück ist nur von kurzer Dauer. Dass der schwer beschädigte Zeppelin nicht zurückfliegen kann, ist das kleinere Problem. Rebecca erkennt, dass der Planet von einem zerstörerischen Wesen beherrscht wird, dem kein Mensch gewachsen ist.